auch aufgrund der, auch aufgrund der Fragen, die ich jetzt eben hier in der Pause bekam. Natürlich konzentriert sich in der Messe, wenn wir die Pole einmal nennen, Gott, Mensch, Welt. Wie ist die Relation? Natürlich gibt es für uns als Christen ist vollkommen klar, dass es eine Relation gibt, eine Welt. Die Welt versteht sich als Schöpfung, aber sie versteht sich eben nicht als Schöpfung. Ja? Was heißt es für Christen, wenn Jesus am letzten Abend seines Lebens von seiner Jüngerschaft sagt, dass sie in der Welt leben, aber nicht von der Welt sind? Was heißt das für jeden von uns? Wir sind auf der einen Seite furchtbar weltliche Kinder. Also wir laufen auch mit dem Handy rum und was weiß ich, wir müssen essen und andere Sachen machen, die wir jetzt verschweigen. Und sind aber gleichzeitig Getaufte. Mit Paulus zu sagen, Glieder des Leibes Christi. Das ist eigentlich eine ziemlich schwere Zumutung für uns. Wir haben gerade noch gesagt, wir sind eigentlich Bürger zweier Welten. Natürlich, die meisten von uns, ich sag mal, die allermeisten haben einen deutschen Pass, einige haben einen anderen. Ja? Einen schon heute erwähnen, kolumbianischen zum Beispiel. Oder einen nigerianischen. Schön, nochmal eine andere Ecke. Aber gleichzeitig haben wir seit der Taufe eine andere Bürgerschaft. Also, Frau Emanuel sagte mir das gerade, der Johannes Hartl aus Augsburg nennt das, wir leben als Königskinder. Ja, das ist sozusagen die konkrete Anwendung. Ja. Wenn wir sagen, wir sind Christen, wir haben eine andere Bürgerschaft. Diesen deutschen Pass, den wir haben, der mag uns manchmal von Vorteil sein, das ist eine rein vorläufige Geschichte, das ist vollkommen relativ. Ja. Das ist so unwichtig wie nur irgendwas. Es kann in weltlichen Belangen hilfreich sein, aber darauf kommt es nicht an. Wenn ich tot bin, was mache ich dann mit meinem deutschen Pass? Habe ich irgendwie Pech gehabt, ja? Der heilige Petrus reagiert darauf nicht. Und dem Teufel in der Hölle ist es vielleicht egal, nimm es vielleicht als Vorwand. Ja? Und ich fürchte, ob uns das Fegefeuer dadurch erspart bleibt, wird eher das Gegenteil eintreten, wenn wir uns so weiter benennen. Ja? Also, von wegen deutscher Pass. Das ist eine große Schwierigkeit. Deshalb kam mir jetzt der Gedanke, ich will nochmal mit Schmähmann weitermachen, obwohl Sie den Text jetzt nicht vor sich haben. Ich hoffe, es ist nicht zu anstrengend, wenn Sie mir weiter zuhören müssen. Der schreibt in einem anderen Buch, das finden Sie aber auch auf der Literaturliste. Da muss man jetzt den Pater Schneider anrufen, um die berühmten Bücher aus der Editio Cardo zu haben. Aber das ist auch eine Fundgrube. Das ist ähnlich wie der Johannes Verlag von Einsiedeln. Alles, was die nicht verlegen, nimmt der Pater Schneider in die Sammlung. Aber da findet sich auch ein Büchlein von Schmähmann inzwischen, immerhin in der dritten Auflage. Oder? Ja. Habe ich doch gelesen irgendwo. Dritte Auflage, ja. Über ein Glaubensbuch der orthodoxen Christen. Da hat er auch einen Abschnitt über die Eucharistie. Das ist ähnlich, aber nochmal unter anderem Aspekt. Und das greift nochmal die Fragen auf mit diesen Polen. Gott, Mensch, Welt. Christus war der vollkommene Ausdruck eines Lebens, das Gottes Plan entsprach. Das fragmentarische Leben der Welt war in seinem Leben zur Ganzheit geworden. Er war der Herzschlag der Welt und diese Welt tötete ihn. Also deshalb, wenn wir von Welt sprechen, hat unser Sprechen und unsere Wahrnehmung von Welt immer einen Riss. Aber in jenem Mord starb die Welt selbst. Sie verlor die letzte Chance, das Paradies nach Gottes Schöpfungswillen zu werden. Wir können neue und bessere materielle Dinge entwickeln. Wir sind imstande, eine menschlichere Gesellschaft zu errichten, die uns sogar vielleicht daran hindern kann, einander zu vernichten. Doch der Augenblick, da Christus, das wahre Leben der Welt, zurückgewiesen wurde, war der Anfang vom Ende. Jene Zurückweisung hatte etwas Endgültiges. Christus wurde für immer gekreuzigt. Das Christentum scheint häufig genug zu predigen, dass denen, die als Christen leben, das Kreuz erspart bleiben könnte.
Das kann nur geschehen, weil das Christentum vergessen hat, dass es immer und in erster Linie nahe beim Kreuz stehen muss. Es geht nicht darum, dass diese Welt nicht verbessert werden könnte. Eines unserer Ziele besteht gewiss darin, für Frieden, Gerechtigkeit und Freiheit zu arbeiten. Aber wenn auch Fortschritte erzielt werden können, die Welt kann niemals der Ort werden, der er nach Gottes Willen sein sollte. Das Christentum verdammt die Welt nicht. Also, wo wir eben von der, ja, da muss man immer Acht geben. Also wir sind immer mit einem Fuß im Schlamassel und mit einem heraußen. Ja? Aber wenn wir sozusagen diese eschatologische Dimension, von der ich vorhin mit Schmähmann sprach, nicht haben, stehen wir halt mit zwei Füßen im Schlamassel. Darauf müssen wir eben Acht geben. Und die Gefahr ist immer groß, dass wir immer nur von der bösen Welt sprechen. Aber das ist ja auch, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, das ist 19. Jahrhundert. Ich glaube, die waren auch schon differenzierter. Ja? Das ist einfach nur auch unsere blöde Sicht auf etwas Vergangenes, das wir nicht verstehen. Also die böse Welt und wir die Guten. Wo findet man solche Texte? Ja? Die sind ja auch dann relativ unerleuchtet. Das Christentum verdammt die Welt nicht. Die Welt hat sich selber ihr Urteil gesprochen, als sie auf Golgotha den einen verurteilte, der ihr wahres Selbst war. Johannes Prolog, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden und die Welt hat ihn nicht erkannt. Wenn wir ernsthaft über die wahre Bedeutung dieser Worte nachdenken, dann wissen wir, dass wir als Christen und soweit wir wahre Christen sind, vor allem Zeugen für jenes Ziel sind. Das Ziel aller natürlichen Freude, das Ziel aller Zustimmung des Menschen zur Welt und zu sich selbst, ja, des Lebens als einer vernünftigen und vernunftgemäß organisierten Verfolgung des Glücks. Die Christen brauchten nicht auf die Verkünder existenzialistischer Angst, Verzweiflung und Absurdität zu warten, um sich all dessen bewusst zu sein. Und obwohl sie im Verlauf ihrer langen Geschichte nur allzu oft den Sinn des Kreuzes vergessen und das wahre Leben und das Leben genossen haben, als ob nichts geschehen wäre, wissen wir, dass in der Welt, in der Christus starb, das natürliche Leben zu Ende ging. Das ist was er vorhin Antinomie, die große Spannungskraft des Christentums nannte. In der Welt, aber nicht von der Welt. Ja. Was heißt es jetzt, wenn wir Bejahung zur Welt sagen? Oder Sie haben das eben zitiert, Johannes der 23., die Kirche muss sich der Welt öffnen. Ja, die Kirche, sozusagen, wenden wir das nochmal kurz auf die Messe an. Weshalb gehe ich in die Messe? Dann sagen wir manchmal, ja, weil ich will doch in den Himmel kommen. Wunderbar, gut. Haben wir sowas wie Eschatologie? Sagt das heute noch einer? Nee. Doch, ich glaube, dass es Menschen gibt, die sowas sagen. Ja. Vielleicht viele nicht mehr, aber eigentlich, vielleicht sagen wir nicht mehr den Satz, ich will in den Himmel kommen. Okay. Wir sagen aber vielleicht, ich tue was für mich. Oder? Wir sagen das müssen ja nicht alle sagen. Oder wir sagen so Sätze wie, ich tue mir was Gutes. Da tut mir gut, in die Messe zu gehen. Mit solchen Sätzen sind wir Kinder unserer Zeit. Aber was ist das? Ich würde das einmal von außen betrachtet Egoismus nennen. Da tut mir gut, ich gehe nachher in die Messe. Bin ich anstehend mal gut gelaunt. Kommt doch an, wo Sie gehen. Aber gut, ja. Das ist eigentlich Egoismus. Theologisch nannte man das früher Heilsindividualismus. Ja? Nach dem Motto, so und wer, da saß einer auf meinem Platz in der Bank. Da könnt ihr aber sehen, was praktischer Heilsindividualismus ist. Mein Platz, meine Stadtrampe in den Himmel sozusagen. Ja? Da kommt auch kein anderer hin. Ja? Das ist schon warm gehalten, da glühen die Feuer schon, damit ich sozusagen abhebe auf Druck. So. Stufe 2. Das ist doch sehr sozusagen auf das Selbst bezogen. Das heißt, die Messe erfüllt für uns eine bestimmte Funktion. Oder? Die Messe ist ein Instrument. Gibt ein grünes Kästchen im Himmel. Und wenn das Feld voll ist, nicht so viel Fegefeuer,
Also, dass wir die Messe sozusagen in unserem religiösen System, das wir da haben, instrumentalisieren und dem eine Bedeutung beimessen. Ob man früher sagte von mir, ich will in den Himmel kommen, oder heute sagt, das tut mir gut, ist auch interessant, die Verschiebung. Ja. Ja, ja. Deswegen bin ich übergetreten. Ja. Weil einmal im Jahr oder was, dieser Zinnober da vorne, das fand ich. Psst, psst, psst. Natürlich geht es um, also es geht um Kommunion. Darauf kommen wir nachher noch. Aber was bedeutet dann wirklich Kommunion? Natürlich, man sagt nicht nur nichts Falsches, sondern man sagt etwas sehr Wahres zu sagen, ich empfange Christus. Aber was handle ich mir ein, wenn ich Christus empfange? Wir dürfen dabei nicht stehen bleiben. Was ist, wenn ich sage, ich empfange Christus? Was tue ich dann? Augustinus würde sagen, ich werde der ich wirklich bin. Ich werde Kirche. Also ich kommuniziere nicht nur, wenn ich sage, wir sagen der Leib Christi, Amen. Ich kommuniziere die Kirche. Die Kirche ist der Leib Christi. Wenn Augustinus den Neugetauften sagt, empfangt, was ihr seid, Leib Christi, und werdet, was ihr empfangt, Leib Christi. Ich finde das immer noch in dieser Kurzformel, das ist die kürzeste Ekklesiologie, die man überhaupt, die Lehre von der Kirche, die man überhaupt jemandem angedeihen lassen kann. Das ist Kommunion. Und Sie merken schon, dass das aus diesem Tunnel, der liebe Heiland und ich, das hat es eigentlich nie gegeben. Der liebe Heiland und ich, das spielt sich nicht. Wer den lieben Heiland hat, hat die Kirche. Und ohne die Kirche gibt es keinen lieben Heiland. Also von wem? Ich gehe im Walde, gucke die Maiglöckchen an, da ist der liebe Heiland bei mir. Ja, das ist alles schön und gut. Ja. Wunderbar. Das ist keine Inkarnation im Maiglöckchen. Oder in, was weiß ich, wo man das heute findet. Oder Gott die Ehre geben. Das sind alles Punkte, die natürlich da sind. Also dass die Messe der größte Akt der Verehrung Gottes ist. Ja? Ich hoffe, dass wir das nach der Mittagspause dann noch ein bisschen mehr ausleuchten. Auch was das ist, bis hinein in den Vollzug. Ja? Wenn Sie mal anschauen, darüber werden wir heute Nachmittag dann reden. Wie beginnt Gottesdienst? Wenn wir in den Blick nehmen, was ist die Messe? Allein wie sie anfängt und wann sie anfängt, womit sie anfängt. Gucken Sie mal die ostkirchlichen Riten an, was das erste Wort ist. Und dann gucken Sie sich mal unser Palaver an, jetzt nach der Erneuerung. Und wir werden nochmal Brücken finden, die, wo es heute im Messbuch zumindest noch Spurenelemente gibt einer Brücke. Es gibt Spurenelemente. Ja? Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass wir durchaus in ein auch gemeinsames Liturgieverständnis kommen könnten, also auch in dieser Richtung. Ja? Natürlich ist das ein Akt der Verehrung Gottes. Einen anderen können wir gar nicht setzen, einen größeren als den der Messe. Aber es erschöpft sich nicht darin. Ja?